Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Phil Beast Unleashed mit dem Kai und mit dem Markus. Wo steht denn jetzt dieser Scheiß-Table? Unten. Kann ich Wo den unten? Mob-Spawner wieder anmachen? Wo die Kisten sind. Kisten? Wissen Sie? Bleib mal bitte weg vom Table erstmal. Hä? Bleib Wo mal bitte weg steht? Wo vom ist denn Table der? erstmal. Ach, da unten. Ups. So. Ab den Table meinst du? Ja, wo kann ich den? Den Mob-Spawner Der ist irgendwie fail. Ah, da oben. Nein, der ist nicht schön. Sicher? Also ich habe irgendwas mit meinen Erfahrungen nicht. Also ich habe 104 Level jetzt. Wenn ich Und wie viel hattest du vorher? 18. Warum hast du jetzt 104 Level? Weil ich Na, die deine aus genommen der hat wahrscheinlich. Dings. Ja, weil die ja in dem Speicher drin ist. Und Hat nimm den Markus seine Mining Level Laser. Rein oder was? Nimm den Mining Nein, Laser hab ich weg. nicht. Bitte. Der war nämlich leer, der Speicher, Chris. Dann buggt aber deine Levelanzeige, wenn ich jetzt die rausnehme und reingucke, dann lege ich die halt wieder rein. Aber also bei mir funktioniert ja. Mhm. Einfach Zauber was, leg deine Level da wieder rein, nimm die wieder raus und du hast die Level, die du vor der Verzauberung hattest. Was soll ich denn verzaubern? Oder Spielbug. Geh mal kurz weg. Jo, was soll ich jetzt meine kompletten Level? Kennt man mal in ihrem Buch. Keine Ahnung, verzauber mal ein bisschen was. Ich mach einfach Projection. Plus das da. Plus das da. Einfach alles, was geht. Okay. Ja gut, jetzt habe ich Level 34. Ja. Und legt es jetzt wieder da rein. Und legt es wieder da rein. Nimmt es wieder raus. Okay, ich habe wirklich die gleichen Level wieder. Lol, wie behindert. Voll buggy. Ja, warum buggt das so? Ist die gute Frage. Die Frage ist bloß, ob das bei uns buggt irgendwie wegen dem Enderdrache oder so. Und den XP, aber das glaube ich eigentlich nicht. Warte mal. Wenn ich die wegwerfe, dann ist er leer. Also. Ich glaube nur, wenn man die isst. Der ist jetzt leer. Gott, Level. Da ist gerade null drin. Das ist null drin. Oder vielleicht spackt er auch rum, weil er so nah an einer XP-Farm ist. Setzen mal jetzt in unserem Hauptraum. Das ist neben diese Kiste hier. Oder dahin. Ich hol mir jetzt mal ganz normale Level, ne? Ja, okay. Müssen ja jetzt nicht viele sein. Ich habe jetzt 9 Stück. Jetzt lege ich die hier rein. Ich glaube, das liegt irgendwie durch den Enderdrachen, dass es sich so buggt, weil diese Level. Jetzt funktioniert's ganz normal. Ess die mal, also echt? Dann tu die mal weg, die Teile. Die vielen Level. Ja, die tust du halt jetzt weg. Ja, die recycle ich. Scheint echt ein Bug vom Enderdrachen irgendwie zu sein. Dann kann der Table auch wieder unten hinstehen. Also das ist so die Mobfalle. Weil die Crap hier drin ist. Ja, das funktioniert ohne Probleme. Komisch. Warte mal, ich mach mal Alter, kurz die Crap da drin ist.
Ja, ich. Hast du die mal ausgemacht? Ja, ich hab die jetzt gerade ausgemacht. Ich will mal gucken, wie viel. Wie lange geht deine Folge schon? Oh, scheiße. Ja, wie lange geht die ungefähr? Ich habe jetzt 2 Minuten. Geht doch schon viel länger, die Folge. Ich will mir nicht, dass sie 2 Minuten geht. Meinst du, dass es jetzt fungiert? Also ich habe das jetzt noch oben zugemacht. Ich könnte mal. Warum hängt da überhaupt eine Fackel hier? Also noch 2 können wir noch nach oben, gell? By the way. Noch 2 können wir nach oben. By the way. Das müsste eigentlich lang, um die Golems dann zu spawnen. Müsste das nicht jetzt schon gehen? Nee, nee, geht nicht. Die lassen sich nicht spawnen. Weil die ja 3 groß sind, glaube ich. Oder wir machen so eine Battle Arena aus dem Golem Spawner. Ey, Chris, guck mal, das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, aber ich habe da jetzt so einen Außenumrandeten gemacht. Naja. Naja, shit. Ja. Das ist jetzt so einfach. Soll jetzt zweckdienlich sein. Ja, ich find's jetzt nicht schlecht. Ah, ich kann mal meine Suche hochladen. Und dann kann ich weiter hier Dings machen. Mit den Covers, dass wir auch mal vorankommen. Und in. So, was wollte ich jetzt noch machen? Jetzt die Hose. Genau. Markus kriegt wieder seine Monster. Und ich speichere hier meine. Stimmt, wie viel. Ah, Kai, machen wir die das mit der Scrap-Produktion nicht. Wie damals mit der Scrap-Box und so. Eigentlich hätte ich gesagt, nicht besonders haben wir das damals alles mit Redpower und so gemacht. Hä? Was haben wir zum Beispiel mit Redpower gemacht? Der Blockbreaker ist Red Power zum Beispiel. Ja, nein, wir du Depp. Wir haben doch dann später die Indus Extruders verwendet. Ach so. Ja. Du hehles Kind, du. Könnten wir theoretisch auch machen. Dann geht's halt ein bisschen schneller voran. Kannst du mal Indus Extruder Rezepte machen? Ja, dann lege ich auch gleich, Dann haben wir auch so neue Coil-Rezepte und so, weil du musst ja dann alles machen, auch diese Frame-Rezepte und sowas. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Was wollte ich jetzt? Man kann nicht nebenbei essen. Aber die Chips liegen da gerade so geil. Bei mir liegen Flips auch da, ja, aber trotzdem esse ich nicht. Ja. ME, Petter. 3 müssten sogar langen. Was ist das denn, Tom? Das würde ich mir gar nicht angucken. Das ist bestimmt böse! Haben wir überhaupt ein Rezept? Mutter? Ja, genau. Piston.
haben wir sogar. Lapo und zwei von den Iron. Großen. Ein Iron. Redstone und Glas. Redstone. Und Lapo? Und Gold. Maschinenblöcke. Ach, da sind schon Maschinenframe-Rezept ist schon drin, ne? Wo? Im System. Ah, oh, Tatsache. Cool. Jetzt muss Markus nur noch seine Hose ausziehen. Wo ist er eigentlich gerade? Weg. Hat er gesagt, wohin? Nein. Finde es eh nicht okay, dass er weg ist. Ja, ist echt nicht schön. Markus! Der ist nicht am PC, Junge. Verpisst er sich einfach. Weil er ein Mongo ist, Mann. Lauscht ihm jetzt seine Level. Ich klau seine Level, ey. Hab ich auch gemacht. Haben wir echt nur noch so wenig Tin? Das kann doch gar nicht sein. Geil. Der ist halt so. Wer ist das jetzt? Pin. Ich leg mir mal meine Erfahrungen, meine Kiste, ja. Okay. Beziehungsweise, warte mal, gab's schon neue Herzen? Nee. Oh, echt nicht. Herzen sind kostbar, ja. Ihr habt aber die Höhe noch gar nicht verändert. Nein. Ich hab gedacht, du machst das. Knochen, die daneben dran liegen, hab ich da hingeworfen. Keine Angst. Alter, ich finde es nicht gut, dass Markus schon wieder weg ist. Ja, schon, aber was sollen wir machen? Schlagen. Hat halt nicht so viel Motivation, weißt du? Oh, willst du mich verarschen? Es fehlt genau ein Tin, Junge. Haben wir echt kein Tin? Wörter. Oh ne, es hängt schon wieder. Das kann gar nicht hängen. Doch. Alter, gleich wie... Guck. Guck, Markus fliegt auch, ja. Das heißt, es liegt nicht an mir. Ach, halt die Fresse. So, jetzt, haben wir eigentlich noch einen Dingspawner? Skelettspawner? Dingspawn. Nein. Echt nicht? Das ist jetzt echt mies. Gibst du mir mal dein Schwert? Warum? Weil ich schwarzes Skelette jagen gehe. Wärst du so nett? Da liegt's. Wo? Der im Vorderraum. Wo soll's sonst liegen? Wo bist du denn? Ja, Junge, wo lege ich das denn hin, wenn ich da gerade was am machen bin, ja? Weiß ja nicht mal, wo du bist. Siehst mich doch auf der Karte, Junge. Ja, aber du kannst oben. Ja, im E-Systemraum. Ja, ich ja nicht. Ja, wo soll ich's? Ja, halt da, wo unsere normalen Sachen sind, ja.
unsere Standardsachen halt. Unser Dings und so. Bisschen denken musst du auch, wenn ich da gerade was am Umfeld der Produktion verändere, ja, wo soll ich denn sein, ja? Ja, ich kann auch nicht an alles denken, hast ja? Hast jetzt mein Schwert? Ja. Bin schon in der Hölle. Ja, mein Schwert nur sicher gehen, nicht, dass es jetzt weg ist. Mongo Cop. Ja, ich lass meinen Rucksack in der Hölle, mein Chatteck in der Hölle lieber an. Ja, spawn. Ja, spawn, ja, spawn, ja, cool. Und doch auch. Fuck, ich muss ja hier noch eins rein. Oh nee, stimmt ja. Voll behindert. Warum ist in der Hölle kein einziger NPC? Weiß ich nicht. Das weiß nur der selber. Wie viel Upgrades soll ich überhaupt reinlegen in den Recycler? 9 wahrscheinlich, gell? Keine Ahnung. Dann glaube ich immer 9, oder? Ja, es waren immer 9, deswegen. Frage ist, ob wir wieder 9 machen. Deswegen frage ich nur, weißt du? Ich will auch auf Nummer sicher gehen. Oh, ernsthaft, ich muss jetzt neue Steine nochmal machen. Verzeihung. Unten mit Mongo. Ja, ja. Warum warst du überhaupt weg? Genauso. Ich hatte noch wichtige Hausarbeiten zu erledigen. Okay, wenn das wirklich so wichtig war, ist okay, ja. Ich musste ja auch zwischendrin kurz weg. Auch nicht. Voll die Mongos. Und ein Geschäftchen musste auch noch erledigt werden. Was? Ein kleines Geschäftchen musste auch noch erledigt werden. Oh, das wollte keiner wissen. Ich würde nur Gründe angeben, warum ich so lange weg war. Die Gründe möchte keiner hören. Doch, du stehst da drauf. Nein. Okay. Danke, okay, war wirklich eklig. Ein bisschen viel. Oh nein, ich bin gewissert! Oh nee, Kai, bitte pass auf! Der Typ hat mich geschlagen und wurde dann vampirisiert. Haha! Du musst mir mal genau angucken, was auf deinem Schwert ist, und mir das selber machen, ja? Das geil, du. Ich hab ja nur mein Nano-Saber. Ich will auch so ein Schwert wie Chris. Meins ist aber viel geiler. Ach, scheiße, ich hätte Repair auf den Bogen machen müssen. Nee, geht nee, nicht. Kannst du nicht. Nicht? Mm-mm. Oh. Das Ding, also ich kann es ja jedes Mal reparieren mit den noch Schrottbogen da unten. Nee, das geht. Du kannst doch den Bogen in den Enchantment Table legen und den mit Level reparieren. Also. Lol, das hat nicht geklappt. Wow. Alter, wie viel schwarze Skelette hier sind? Du Rassist. Ja, waren das sind 4 oder 5 Stück gewesen.
5 Stück! Wo ist das andere schwarze Skelett? Da ist doch noch eins auf der Map. Warum sage ich auf der Map? Weil ich das, die Mobs auf der Map angeschaltet habe, damit ich sehe, wo die schwarzen Skelette sind. Ernsthaft? Ja. Aber ich habe nicht alle Mods angeschaltet, nämlich nur Special Mobs so. Da werden mir nämlich die Schweine. Ich würde sagen, das war's nochmal wieder für die Folge. Bewerten nicht vergessen und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Let's Play Videobeast anliegt mit dem Pay und dem Markus. Tschüss!